Jo, Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play FLIF. Und ich muss mich als allererstes schon mal wieder dafür entschuldigen, dass ich so krass vorgelevelt habe ohne euch. Level 98 bin ich gerade. Wie gesagt, Q-Amp und Doppel-XP-Wochenende laufen immer noch. Das heißt, ich habe jetzt heute 7 Level gemacht und gestern dann noch 3 nach dem Video. Und bin jetzt halt, wie gesagt, Level 98. Tut mir leid fürs krasse Vorleben, aber ganz ehrlich, es war halt echt einfach stundenlang das Gleiche und keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wer sich sowas anschauen wollen würde. Ich meine, gut, der Damage war ganz nett mit anzusehen. Ich bin jetzt 5 Level unter denen, mache 19-20k. Das ist ziemlich gut, vor allem, wenn man denkt, ich habe noch kein Power-Up drin, der mir Damage gibt. Also das ist so mein normaler Damage. Die Medizin bringt mir nur Crit-Rate, Hit-Rate, Death und Attack-Speed, aber was anderes bringt die mir ja nicht. Aber da ich mir die Party-Scores gekauft habe, wie ich es gestern schon gesagt habe, dass ich es eventuell machen werde, ich habe es jetzt gemacht, habe ich dann noch Link-Attack und, wie gesagt, meine Power-Ups. Also die habe ich mir ja nicht gekauft, um sie blöd anzugaffen, sondern ich habe die mir gekauft, um damit dann auch richtig schönen Schaden zu machen. Und den werden wir jetzt gleich sehen. Party ist Level 18, ja, die Member sind leider ein bisschen low, aber trotzdem leveln die meisten. Oder ich glaube, müssten eigentlich alle leveln. Sind also Levelpaare, das heißt, es sollte jetzt nicht zu lange dauern, die abzumachen und dann können wir den Vergleich machen. Also jetzt gerade so 18 bis 20k durchschnittlich mit den Crits ist schon nicht schlecht, sage ich mal, für 5 Level höhere. Vor allem, wenn man bedenkt, dass meine Waffe eigentlich ziemlich schlecht ist. Also die ist halt, die Erweckung ist, natürlich die Fusion bringt schon was, aber die Erweckung ist halt eigentlich total für einen Arsch. Also die bringt im Endeffekt eigentlich nichts oder nicht viel. Und, na gut, eigentlich bringt sie nichts, weil sie bringt ja sogar CD-. Also eigentlich bringt mir die Erweckung gar nichts. So, ups. Oh, lol. Okay. Ich kann gegen kein Monster kämpfen, das ein anderer hat. What the fuck? Seit wann denn das? Naja, gut, dann halt nicht. Gut, jetzt müssen wir noch kurz warten. 70% fehlen noch. Also mit Link Attack bei Prince habe ich tatsächlich mal einen einzigen One-Hitted. Alle anderen waren Two-Hit oder halt Three-Hit, wenn sie geblockt haben oder ich keinen Crit gemacht habe, sondern normal. Da war so der Schaden 47k mit Link. Allerdings war ich da... Na gut, ganz am Anfang war ich es nicht mal. Also war ich nicht... hatte ich keine besonders hohe Stufe, sprich 96, 97. Wobei ich bin mit 96 schon weggegangen zu den Kings hier. Auf jeden Fall habe ich damit Stufe 91 schon knappe 40k gemacht mit Link und das 6 Level unter denen ist, ja, ich meine, gut, Link Attack ist natürlich dabei, aber trotzdem ist ja auch minimal noch mein Schaden, der da mit reinfließt und das war auch ohne Power-Ups, mit Power-Ups dann wie gesagt 50k und teilweise dann sogar One-Hitted. So, jetzt machen wir einfach mal das hier und hauen die Power-Ups rein. So, erstmal ATK-Wert 9900 und jetzt habe ich natürlich keinen Crit gemacht, 40k und 44k und 45k, ist das kein netter Damage, 50k, tatsächlich, die sind 5 Level über mir und ich mache 50k. One-Hit ist leider nicht drin, so wie ich mir das vorgestellt hatte, dafür haben die einfach ein bisschen zu viel Leben, weil über 50k komme ich dann nicht, 50k ist schon... selten und mehr als heftig und reicht ja eigentlich auch. Ich meine, die sind so auch mit 2 Schlägen tot. Ob ich jetzt mit einem Schlag 55.000 oder 48.000 mache, ist ja dann im Endeffekt auch egal. Und muss sagen, das macht so ziemlich Bock zu leveln. Und die Scrolls halten jetzt noch eine Woche. Also die unendlich Partypunkte hält jetzt noch eine Woche. Fullshout und die Party Amplification. Nicht Party Amplification, sondern die... Jetzt Full Party Skill, damit ich auch eine PSF machen kann. Halten noch 15 Tage, das heißt, ich werde die hier nochmal nachkaufen, die andere nicht, weil die war viel zu teuer. Hat ziemlich viel Kohle gekostet. Genau. Gut, und ansonsten ist nicht viel passiert. Also Equip-mäßig hat sich jetzt eigentlich nichts verändert. Seit dem Upgrade-Video, also der Helm ist halt jetzt mit SDR plus 17 und Dex plus 10, wer das nicht gesehen hat. Also habe ich gecancelt und nochmal neu erweckt. Vorher waren es STA plus 21 und MP plus 150. Ist jetzt wesentlich besser, weil er mir erstens auch noch FP gibt, was auch ziemlich geil ist. Da halt meine Skills länger. Was jetzt keinen großartigen Unterschied macht, aber es ist trotzdem nicht schlecht. Und halt 17 STR und 10 Dex. Lieber wären wir eigentlich 27 STR gewesen, aber naja. 17 STR und 10 Dex kann man jetzt echt nichts dagegen sagen. Also absolut akzeptabel auf jeden Fall. Genau, dann habe ich mir noch einen zweiten Inventory-Bag gekauft, weil das war unglaublich. Ich habe nach einer Stunde
3 Inventare voll gehabt. Das ist echt krass. Also wirklich richtig heftig, ja. Und naja, gut. Musste ich mir noch einen zweiten kaufen, weil sonst wäre das einfach nichts geworden. Und ihr seht auch, hier ist die Hölle los. Ich weiß nicht, warum hier so viele Leute leveln. Also heute Mittag war hier kein Schwein. Da war ich ganz alleine hier. Also nur ich und mein Leech und der Support. Sonst niemand. Und jetzt ist hier sind mindestens 4 Blades am Leveln. Das ist unglaublich. Also, läuft Schuppensuit. Oh, jetzt geht's aber richtig ab mit den Zettern hier. Und das Regenbogenrennen startet. Das startet jetzt immer um 17.30 Uhr. Früher war das, glaube ich, 15 Uhr oder 15.30 Uhr. Also es hat sich extrem verändert. Oder da war nur die Anmeldung. Ich glaube, das war früher. Früher war es früher. Also da war es eher. Nachmittags war das da immer jetzt. Also 17.30 Uhr ist ja schon abends eigentlich. Das, ja. Level 99, ja. Leider Level 100 nicht in dem Video. Dankeschön. Ups, jetzt habe ich es geschautet. Naja, egal. Ja, das Geile ist, Vollschaut, da sieht es dann auch jeder, wenn was Falsches in den Chat schreibt. Normalerweise sehen es ja dann nur die Leute, die auch in der Nähe sind. Aber so ist die Peinlichkeit dann natürlich noch ein bisschen größer. Ju, genau. Ja, das war es eigentlich so im Endeffekt. Ich habe schon überlegt, ob ich mir noch eine Kuh kaufen soll. Allerdings, erstens reicht die Kohle nicht. Ich habe nur noch 900 Mille. Die Party Scrolls habe ich nicht umsonst bekommen. Ich habe noch die Cancels verkauft, wie ihr wisst. Und mein Shop-Char hat auch noch ein paar Sachen gehabt, also, und er hat immer noch Sachen, der steht jetzt hier im Hintergrund auch noch rum und verkauft. Der verkauft halt permanent meine Drops, also die 4%-Karten verkaufe ich, gebe ich dem immer und B-Karten. Da habe ich die ganze Palette jetzt schon gesammelt, da fehlt jetzt eigentlich nur, da fehlt gar nichts, habe alle. Also Vakuum und Ocean sehe ich nicht mit, weil die kauft keiner 4%. Meint jetzt die Mobs oder what? Also, ich habe schon wieder G gedrückt statt H. Das ist unglaublich. Also, schon wieder. Oh Gott. H. Okay, jetzt, ich glaube, Moment, hat sie noch was geschrieben? Sie. Also, ich könnte wahrscheinlich schon Mammuts gehen, aber keine Ahnung. Da würde ich wahrscheinlich nur noch 30k machen oder ja, eben. Die gehen einfach schneller. Die sind halt mit 2-3 Schlägen tot. Und Mammuts wären das halt nicht. Ach ja, ich kann übrigens Fortune Circle aktivieren. So, erstmal 3 Stunden reinklatschen, ja. Weil wenn man unlimitierte Partypunkte hat, muss man das auch irgendwie ausnutzen, weil sonst merkt man das ja gar nicht. Jo, ist auf jeden Fall mal geil. Also ohne unlimitierte Partypunkte ist es eigentlich fast schwachsinnig, eine PSF zu machen. Weil wenn man dann wirklich einige Stunden levelt, sind die Punkte immer leer. Weil ab Level 80, sage ich mal, kommt die Party einfach kaum noch ab. Und wenn man noch so krass levelt, das ist einfach extrem. Da gibt ein Mob dann nur noch 0,20 oder so. Und pro Party-Level gibt es, glaube ich, 20 Punkte oder so. Und wenn man mal bedenkt, wie viel das einfach nur kostet, da, ja, lohnt sich's nicht wirklich. Also mit der Unendlichkeitspunkte-Scroll macht's viel mehr Spaß. Vor allem, man muss keine neue Party machen. Außer man geht oft wie ich, dann muss man natürlich noch eine neue machen. Aber es geht ja jetzt recht schnell. Ich meine, Level 28 ist ja fast 40 und danach ist es ja sowieso alles egal. Weil ja, wie gesagt, die Punkte unlimitiert sind. Ja. Dann noch eine Sache. Heute endet ja die Lordwahl und da muss ich mal dazu sagen. Also, ich will ihn jetzt nicht anschwärzen oder so, aber was er jetzt macht, oder gemacht hat, besser gesagt, ich sehe es gerade in der Shoutbox nicht mehr, ist Maracuja hat jetzt ernsthaft Leute dafür bezahlt, dass sie wählen gehen. Und ich weiß es natürlich nicht, ob es wirklich so ist, aber ich denke mal, wenn sie dann zu ihm gehen und sagen, ja, hey, gib mir die Mille, dann wähle ich, hat er bestimmt dann auch gesagt, ja, dann musst du aber auch mich wählen. Also er kauft sozusagen Wähler, ja, ob sie dann wirklich ihn wählen oder nicht, kann er ja selbst nicht mal sagen. Kann er auch nicht nachprüfen und selbst wenn sie es nicht machen, kann er überhaupt keine Konsequenzen ziehen. Trotzdem kauft er sich im Endeffekt Stimmen, weil ich meine, 1 Milliarde für den der Wähler, der die Mindestzahl auf ausreichend setzt. 1 Milliarde. Also natürlich, das heißt nicht prinzipiell, dass die Leute dann ihn wählen, aber es heißt so viel wie, sie sehen, oh, Maracuja, der hat mir gerade eine Mille gegeben dafür, dass ich will. Oh, dann wähle ich doch den. Also mir ist es ja egal, ob ich Lord werde. Also
Nein, mir ist es nicht egal. Ich will gar nicht dort werden mit dem. Wenn dann mit dem hier, und der kann es ja noch gar nicht, weil er noch nicht Master oder Hero ist. Aber das würdet ihr wohl früh genug erfahren, ja. Und trotzdem, da fände ich es fast fairer, wenn dann Gornova hier Lord wird. Also der hat sich auch aufstellen lassen. Ich glaube, wir sind sogar nur zu dritt, ja. Das heißt, ich kriege meine Kohle eh safe zurück. Das ist voll geil. Egal, wie viele Leute mich gewählt haben. Wahrscheinlich gar keiner. Doch, ich habe mich selbst gewählt, also... genau, und jetzt kauft er halt Stimmen, das finde ich persönlich nicht so geil, also ich verstehe nicht, wie man so sehr Lord werden will. Ich meine, er hat ja gesagt, er wird sehr viele XP und Drop-Events machen und es kostet halt Unmengen an Kohle, vor allem sehr viele. Also eins täglich kostet, wie gesagt, ich glaube der Kostenpunkt war so 1-2 Milliarden pro Event und das hält nur eine Stunde. Wenn man dann wirklich 1-2 täglich macht, das 2 Wochen lang, dann ist man mal schnell so 20-30 Milliarden los, also da... geht die Kohle echt schnell flöten. Natürlich, man kann auch um Spenden bitten, man kann sich auf dem Marktplatz stellen mit Star Candies für 10 Mille im Shop und dann sagen, ja, unterstützt die XP-Events oder so. Kann man machen, machen auch viele, haben früher viele gemacht. Aber trotzdem verstehe ich nicht, wie man Lord werden will, um die gesamte Kohle rauszuhauen und dafür dann auch noch Geld ausgibt. Das heißt, er gibt Geld aus, um noch mehr Geld ausgeben zu können. Das heißt, im Endeffekt verbrennt er die Kohle. Also er verschleudert sie ins Nichts momentan, also später dann für die Events, na klar. Allerdings sind die nicht so krass, also die Lord-Events bringen glaube ich nur 150, also nur um 0,5 erhöhte XP- und Drop-Rate. Und das ist nicht wirklich viel, also macht natürlich einen Unterschied, aber unter der Woche, wo eh kein Schwein levelt, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht, dann ein XP-Event wäre es natürlich nice. Aber dieses Wochenende gibt es ja noch kein Lord, weil die Lord-Wahl, wie gesagt, erst heute Abend endet. Und soweit ich weiß, das XP-Event heute Abend ebenfalls endet. Genau. Ja. Ah. Also ich finde es nicht geil. Naja. Hat ja jeder seine Meinung dazu. Wobei ich aus stillen, geheimen Quellen gehört habe, dass der Kerl ein ziemlicher... Ja. Ein... Ja... Fußarsch ist, habe ich gehört. Wurde mir gesagt. Weiß ich nicht, ob es stimmt. Keine Ahnung. Kenne ihn nicht. Habe auch nicht das Bedürfnis, ihn kennenzulernen. Ja. Keine Ahnung. Aber so, wie er es momentan macht, dass er sich halt echt Stimmen kauft, kann ich mir schon vorstellen, dass der nicht so der allercoolste Typ ist, den man sich vorstellen kann. Naja. Hat ja auch jeder seine Meinung dazu. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Hab's nur so gehört. Genau. Ja. Falls nochmal die Frage aufkommen sollte, warum ich mich nochmal zum Wort Lord wählen lasse, ich wollte mir einfach nochmal anschauen, wie das denn so funktioniert. Und es war dann am Ende ziemlich simpel oder noch simpler, als ich eigentlich gedacht hätte. Man zahlt einfach die 100 Mille und ist dann zur Lordwahl aufgestellt. Also mehr ist es nicht. Man muss dann nicht irgendwie noch ein Programm schreiben oder irgendwie so, keine Ahnung, Werbung machen. Man meldet sich einfach für 100 Mille an. Wenn man es nicht wird, kriegt man die Kohle zurück, wenn man in den Top 3 ist. Wenn nicht, dann kriegt man 20, 40, 60, 80% zurück. Das ist so simpel, dass ich schon echt gedacht habe, war eigentlich voll für den Arsch, mich dann zu melden. Das hätte ich mir auch denken können. Ich dachte, da muss man auch irgendwas dazu machen. Ja, hätte auch eigentlich jemanden fragen können, aber trotzdem. Wollte es einfach mal selbst ausprobieren und dann, naja, war es simpler als gedacht. So. Genau. Gut. Haben wir schon wieder 30 Erfahrung, 30% gelevelt. Geht ziemlich schnell. Tödliche Magician. Boah, das sind die Aufgaben meines Party-Leaders. Senkei, der da. Soll das Spiel entfernt werden? Senkei soll entfernt werden. So, Party-Invite. Wie heißt die? Tödliche Magician. Tödliche Magizian. Tödliche Magizian. Ups, ne, das ist der falsche. Aber ich hab's ja richtig geschrieben, oder? Tödliche Magizian. Ich kopier's mir mal. So. Ist gerade nicht online. Ist gerade nicht online. Online.
Das hasse ich immer, wenn ich Leute einladen soll, die dann nicht online sind. Aber gut, kann natürlich auch ein DC haben. Habe ich selbst oft genug. Ich hatte vorhin, aber das heißt vorhin heute Mittag, ich habe die letzten 2 bis 3 Stunden jetzt Pause gemacht und habe erst gerade wieder angefangen zu leveln. Und da habe ich in den ersten 25 Minuten 6 DCs gehabt. Ja, wirklich alle 3 Minuten hat es mich rausgeworfen. Und ich musste die ganze Zeit Leute in der Party sagen, hey, gib mir Leadback und hey und hey und da. Und ein paar von denen waren teilweise auch AFK. Total nervig. Und jetzt zum Glück noch keinen. Aber ich kann nicht versprechen, dass es so bleibt, weil der Part geht eh zu Ende. Und ich denke mal, ich werde hier keinen Folgepart noch dran schmeißen, weil, wie ihr seht, ist es ziemlich stinklangweilig, ja. Also einfach nur die ganze Zeit Mobs kloppen, mehr ist es einfach nicht. Und das habe ich halt auch den ganzen Tag gemacht, deswegen das Level, also viel ist da nicht passiert. Deswegen habe ich da auch nichts aufgenommen, weil ich es halt einfach, ja, sinnlos fand. Ich meine, mal sowas zu zeigen, klar, vor allem den Damage wollte ich halt jetzt mal zeigen, damit ihr wisst, wie viel haue ich denn jetzt mit Link, wie viel haue ich ohne Link. Ja, und einfach mal so vergleichen und ja. Das war's eigentlich. Mehr wollte ich gar nicht zeigen. Genau. Und natürlich, dass meine Stufe jetzt so extrem erhöht ist. Aber ich kann euch darüber hinwegtrösten. Also die Level, die wir jetzt verpasst haben, die werden wir eh noch nachholen als Master. Man kommt ja nochmal auf das Level, einfach nur mit einem M neben seinem Namen dann. Es ist im Endeffekt das Gleiche, nur dass man ein bisschen stärker ist und natürlich die Sachen von beispielsweise Stufe 110 noch anziehen könnte, wenn man es hätte. Aber ich behalte natürlich das Rescon und das Green Antennas Sword behalte ich auch. Also eigentlich bleibt mein Equip bis 120 so. Bis 125 sogar. Erst dann hole ich mir das Dreier-Set und auf 120 dann das Ancient-Sword. Jetzt können wir noch mal probieren, ob die Pfeife jetzt auf S1 ist. Ha! Perfekt. Genau in dem Moment, was es geschrieben hat. Nice. So. Tja, war ich schneller, als du schreiben kannst, meine Gute. Ach. Das habe ich heute auch wieder oft gehabt. Das mit den Misses, also keine Ahnung. Vielleicht kommt es daher, dass ich die Mobs so schnell töte, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich bin zu imbar für das Spiel. Nee, ist ja nur der Link-Attack, wo mein Damage so krass in die Höhe schraubt. Aber trotzdem, gibt auch Leute, die machen selbst mit Link-Attack nicht sehr viel Schaden. Weil natürlich auf dem Level, die viele noch gar kein Equip haben, weil ja beispielsweise Blades 105 erst Nox haben und vorher haben manche kein Daze, sondern Vagi-Equip, weil sie halt einfach gedacht haben oder denken, ja, ist ja schwachsinnig. Wenn du mit 105 eh wieder austauscht und mit 90 Daze erst anziehst, das sind nur 15 Level, lohnt sich ja gar nicht dafür, dann fett Kohle auszugeben. Aber, naja. So. Gut, dann machen wir jetzt hier Feierabend. Und ich werde es mir überlegen, wenn irgendwas Interessantes passieren sollte, dann werde ich wieder aufnehmen. Ansonsten, Alter, schon wieder. 3 Viecher am Stück, nur Misses. Das ist, manchmal kommen einfach alle auf einmal und dann wieder 20 Mobs, gar keine. Das sind da diese, wie heißen die gleich wieder, Position Bugs oder irgendwie so hießen die. Wurde mir auch gesagt, kann man nichts gegen machen. Leider, also kann man sich halt einfach bewegen, damit das Viech von einer anderen Stelle angreifen kann und dann halt töten. Ach, genau, das Schatzsuchen-Event endet jetzt, also das war ja auch nur dieses Wochenende, genau dieses Erfahrungsevent, wie gesagt, endet auch heute Abend beides und also Stufe 100 wollte ich ja heute noch erreichen, mehr war es ja gar nicht, was ich machen wollte und innerhalb dieser 30 Tage wollte ich mindestens Master werden, das werde ich wohl ziemlich einfach schaffen, also nicht mal jeden Tag ein Level, das ist wirklich schaffbar, also wie gesagt, XP mehr als verdoppelt. Ist verdoppelt. Und wenn dann noch Lord-Events kommen, wie gesagt, also ich persönlich würde jetzt keine machen, also sollte ich Lord werden, was nicht passieren würde, würde ich tatsächlich keine Events machen, weil einfach die Kohle dazu nicht hätte, ja. Also, deswegen wählt mich lieber nicht, aber wobei, wenn ihr das hier seht, ist Maracuja schon längst Lord, von daher ist das vollkommen schwachsinnig, hier nochmal zu sagen. Naja, ist halt immer blöd, wenn man in der Gegenwart aufnimmt, aber in die Zukunft spricht. Das ist ein bisschen ärgerlich. So. Gut, dann war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Macht's Blurz rein und ciao, ciao.